So, herzlich willkommen endlich zur Auflösung unserer Prediction für die Formel 1-Saison 2023. Ist jetzt ein bisschen weit nach der Saison schon, aber vielleicht kurz vor Start der neuen Saison auch ganz cool und bevor jetzt auch die neuen Predictions für 2024 kommen. Das Video wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche irgendwann kommen. Aber jetzt erstmal zu wahrscheinlich dem einen oder anderen bodenlosen Call zur letztjährigen Saison. Von mir, aber auch von den anderen. Stefan, Matze, Nico, Henry und Alex Koch. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich werde jetzt nicht hier das ganze Video durchlaufen lassen, weil ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu lang jetzt, diese Auflösung. Im Endeffekt interessiert eh nur das Endresultat und nicht, was ich zu jedem einzelnen Fahrer oder Team gesagt habe. Aber ich glaube, man kann auch einfach an meinem Ranking erkennen, was ich gesagt haben könnte und dementsprechend, wie sehr ich daneben oder auch richtig lag bei dem einen oder anderen. So, hier sieht man jetzt mein Fahrer-Ranking und was natürlich direkt auffällt ist, ich habe Verstappen als Weltmeister. Das war jetzt nicht ganz so spannend und auch nicht ganz so der verrückte Call vor der Saison. Es war absehbar. Perez habe ich nur auf der 4, der konnte Vize-Weltmeister werden, obwohl die Saison echt alles andere als gut lief. Hamilton hatte ich dann als ja, sozusagen besten Nicht-Red Bull-Fahrer richtig, aber in meinem Ranking auf der 2. Ja. Ein paar bodenlose Calls gab's. Albon war deutlich besser als Platz 19. Den hatte ich auf der 19, weil ich gedacht habe, dass Williams einfach so viel zu schlecht ist, dass er da nichts ausrichten kann. Was sich aber gezeigt hat, dass vor allem im Laufe der Saison gar nicht so der Fall war, sondern Williams eigentlich vor allem Albon auch teilweise richtig gut war in den Rennen auch. Ich hatte zumindest Tsunoda besser als De Vries, der ja auch entlassen wurde während der Saison. Das hatten viele andere in Predictions, wo ich so geschaut habe, nicht so. Da haben die Leute De Vries deutlich stärker eingeschätzt als auch Tsunoda. Ja. Dementsprechend würde ich mir da mal Credits auf jeden Fall dafür geben. Im Gegensatz zu meinen McLaren Calls, Oscar Piastri auf der 15 ist schon sehr weit weg von seiner Endplatzierung. Er wurde am Ende 9. Und Norris habe ich auf der 9. Gut, der wurde im Endeffekt jetzt am Ende nur 6. Aber gleich, wenn man zu den Teams kommt, sieht man auch, dass das eigentlich ein fataler Call von mir war. Ja, Alonso habe ich relativ gut eingeschätzt. Der wurde zwar 4., aber von 4 bis 7 war es relativ nah zusammen. Nur 6 Punkte haben die Leute, nur die Fahrer getrennt. Und Aston Martin war ja im Vorjahr nicht stark. Habe ich gut abgeschätzt, beziehungsweise es war ja nach dem Testing. Da war es ja auch ein bisschen abzusehen, dass Aston Martin gut wird. Aber ich habe dran geglaubt und es hat sich dann im Endeffekt auch bewahrheitet. Ja, sonst sind jetzt nicht so viele wilde Calls dabei. Ich hatte noch das Show Bottas schlägt, das war dann am Ende auch nicht der Fall, auch wenn es gerade Anfang, Mitte der Saison eigentlich mal ganz gut aussah für Show, aber im Endspurt kam da nicht mehr viel, allgemein von Alfa Romeo kam nicht viel. Genau. Dann gehen wir auch gleich rüber zu den Konstrukteursrangliste. Da war ich ziemlich gut, was die ersten drei angeht. Die habe ich nämlich alle drei richtig. Red Bull wurde Erster vor Mercedes und Ferrari, die dann am Ende nur 3 Punkte getrennt haben. Dementsprechend, ja, war das schon mal perfekt richtig. Aston Martin ist nur 5. geworden, weil McLaren so angezogen hat. Und da kommen wir auch schon zu einem von zwei richtig fatalen Calls, beziehungsweise gegen Ende vom Feld wurde es eher ein bisschen wilder, aber ich hatte McLaren auf der 7 und wenn man jetzt den Saisonstart ansieht, ist es eigentlich ein ganz guter Call gewesen, da waren sie teilweise sogar das schlechteste Team, aber im Lauf der Saison war McLaren eigentlich dann so, ja, mit Ferrari und Mercedes das zweitbeste Team, je nach Rennwochenende. Tendenziell McLaren sogar konstanter als die anderen beiden. Ja, dementsprechend McLaren auf der 7, ganz fataler Call.
Genauso wie Alfa Romeo auf der 6, die am Ende 9. geworden sind. Da war ich auch weit daneben. Die hätte ich auch deutlich besser eingeschätzt. Ja, Haas wurde 10. Die hatte ich ein bisschen besser. Und Williams war noch relativ weit daneben. Die wurden 7. Aber das ist wie bei der Fahrerprediction schon gesagt. Also da war ich einfach. Habe ich einfach nicht daran geglaubt, dass Williams so stark sein kann, gerade Albon, dass der so viele Punkte holen kann, alleine auch in dem Fall. So, und jetzt für die anderen sonstigen Predictions schauen wir uns das Video mal an auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Und dann sage ich vielleicht das eine oder andere dazu. Überraschung der Saison habe ich Zhou Guanyu. Aus dem Grund, dass ich glaube, dass er Bottas schlägt. Das vermute ich nicht viele erwarten, weil Bottas einfach viel zu erfahren und auch im Qualifying immer zu stark eigentlich ist. Trotzdem glaube ich, hat Guanyu Zhou das Potenzial gezeigt in der ersten Saison, dass es möglich ist und ich glaube, dass es sich dieses Jahr durchsetzen wird. Also Ja, ein so fataler Call war das ja eigentlich gar nicht. Er war jetzt nicht so weit weg von Bottas. Und wie gerade schon gesagt, zwischenzeitlich sah es auch nicht so schlecht aus. Aber der Alfa Romeo war dann einfach auch irgendwie einfach zu schlecht, um regelmäßig um Punkte kämpfen zu können. Und ja, diese beiden sind mehr oder weniger im Niemandsland dann oft gefahren. Deswegen, ja, stimmt jetzt nicht ganz, aber die Idee war, glaube ich, gut. als Flop der Saison habe ich Team McLaren, wie vorhin in meinem Konstrukteursranking schon angesprochen, glaube ich, dass sie dieses Jahr den Erwartungen weit hinterherhinken, obwohl sie eines der talentiertesten Fahrer-Lineups im ganzen Feld haben, die eigentlich deutlich mehr könnten, aber nicht mehr aus dem Auto herausholen können. Noch ein paar. Ja, also im Endeffekt habe ich den einen Punkt ganz gut getroffen. Also talentiertes Fahrerlineup, also Norris und Piastri waren dieses Jahr beide schon sehr, sehr stark. Wenn Piastri seine Race Pace noch ein bisschen verbessert, wird er auch Norris Probleme machen und dann ist es einfach eins der besten, wenn nicht das beste Fahrer-Pairing in der ganzen Formel 1. Gerade auch auf die nächsten Jahre gesehen. Beide jung, beide extrem schnell. Und mal schauen, wenn sie dieses Jahr von Anfang an ein gutes Auto haben, wie weit es da nach vorne gehen kann. Aber Flop der Saison waren sie natürlich nicht. Vielleicht die ersten 5-6 Rennen bis Österreich, aber ab Österreich waren sie eigentlich schon fast eher wieder eine Überraschung der Saison, weil es so gut dann auch lief. Nur der Sieg hat gefehlt für Norris gerade, der echt oft Zweiter wurde und oft auf dem Podium stand. Im ganzen Feld hast du von meiner Seite für die Saison. Ja, ich hatte vier Rennsieger: Verstappen, Hamilton, Leclerc und Perez. Am Ende waren es drei: Verstappen, Perez und Sainz. Also weder Hamilton noch Leclerc konnten Rennen gewinnen. Piastri konnte noch einen Sprint gewinnen. Genau, ja, war ich bei der Anzahl nur eins daneben, aber zwei von den vier Fahrern waren falsch. Die beiden nicht Red Bull-Fahrer. Anzahl Podien, da muss ich jetzt mal kurz nachschauen, wie viele Fahrer aufs Podium gefahren sind, weil das waren dieses Jahr dann doch schon einige auch. Ja, aufs Podium sind 11 verschiedene Fahrer gefahren, also beide Red Bull, beide Mercedes, beide Ferrari-Fahrer, beide McLaren-Fahrer, beide Alpine-Fahrer und Alonso. Also Stroll, der einzige, der aus den Doppel-Team-Podien herausfällt, aber Stroll war diese Saison halt auch einfach nicht gut genug für das, was das Auto konnte. Meiste DNFs. Da glaube ich gelesen zu haben, dass es Ocon war dieses Jahr. Genau, die meisten Podien hat. Die meisten Podien, die meisten DNFs hat tatsächlich Ocon. Mit 7 in 23, beziehungsweise 22 Rennen waren sie ja dann wegen Imola nur. Das ist schon auch heftig, ein Drittel der Rennen nicht beendet. Die zweitmeisten DNFs hatte Sargeant im Williams. Und dann kommen wir auch schon zu den Predictions von euch, meiner Community. Stefan hat Top 5 in der Fahrer-WM. Verstappen auf 1 ist richtig. Dann natürlich das Ferrari-Herz mit Leclerc und Sainz auf 2 und 3. Das stimmt nicht ganz. Also ist schon auch relativ weit daneben. Leclerc ist nur Fünfter geworden
und Sainz sogar nur Siebter. Dementsprechend, ja, beide falsch. Perez auf der 4, Perez ist Zweiter geworden und Russell ist sogar nur Achter geworden. Die Top 5 waren Verstappen, Perez, Hamilton, Alonso und Leclerc. In der Konstrukteurs-WM hat er Red Bull richtig auf der 1, nur Ferrari und Mercedes hat er vertauscht. Überraschung der Saison, Piastri würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, es hätten wenige erwartet, dass er gegen Norris so stark sich schlägt. Gerade nachdem Norris ja auch Ricciardo ziemlich gegen die Wand gefahren hat, hat sich Piastri da echt gut behauptet dagegen. Flop der Saison, Bottas. Ja, ein Großteil der Saison oder teilweise würde ich da mitgehen, aber als größten Flop würde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht bezeichnen. Also würde ich da jetzt eher keinen Punkt geben. Die meisten DNFs sagt, er hat Stroll. Das stimmt auch nicht. Stroll hat am Ende 5 DNFs, also ist gar nicht so weit daneben gewesen. Aber richtig ist es trotzdem nicht. Er hat 4 verschiedene Rennsieger. Es waren 3. Und 10 verschiedene Fahrer auf dem Podium. Es waren 11. Also auch sehr. Oder was habe ich vorhin gesagt? 11, ja. Also sehr nah dran. Dementsprechend kriegt Stefan einen Punkt für Verstappen als Weltmeister, den er richtig getippt hat. Red Bull, Punkt, die richtig waren. Piastri, ein Punkt. Genau, 3 Punkte für Stefan. Henry hat auch Verstappen als Weltmeister. Auch das ist richtig, natürlich. Dann hat er an Mercedes geglaubt, mit Russell auf 2 und Hamilton auf 3. Russell ist weit daneben, aber Hamilton ist genau richtig mit Platz 3. Dementsprechend auch dafür ein Punkt. Er hat Leclerc auf der 4, der ist Fünfter geworden, und Perez auf der 5. Ist auch nicht richtig. In der Konstrukteurs-WM hat er auch an Mercedes geglaubt, dachte, sie können Red Bull schlagen, waren davon aber relativ weit entfernt. Aber er hat auch Ferrari auf der 3. Dementsprechend gibt es auch für Ferrari einen Punkt für Henry. Überraschung der Saison, Alonso. Ja, zu dem Zeitpunkt war es vielleicht gar nicht mehr so eine Riesenüberraschung, aber würde ich trotzdem vor der Saison natürlich durchgehen lassen, weil Aston Martin einfach davor viel zu weit weg war, um da wirklich vorne mitfahren zu können. Und Alonso hat es einfach richtig stark gemacht. Flop Magnussen kann man definitiv mitgehen. Magnussen hat sehr viele Qualifying-Duelle und auch Rennduelle gegen Hülkenberg verloren, der neu oder zurück in die Formel 1 gekommen ist in diesem Jahr. Der hat Magnussen echt sehr gut im Griff gehabt. Deswegen Flop der Saison Magnussen auf jeden Fall legitim. Auch er hat Stroll mit den meisten DNFs, was nicht ganz stimmt. Auch er hat 4 Rennsieger, ist auch eins daneben, und nur 8 Podien. Es ist 3 daneben, also weiter als Stefan. Dementsprechend kriegt Henry einen Punkt für Verstappen, Punkt für Hamilton, Punkt für Ferrari, Punkt für die Überraschung und Punkt für Flop, also 5 Punkte für Henry. Damit besser als Stefan auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Alex Koch. Der, auch er hat Verstappen als Weltmeister. Es ist keine große Überraschung, dass wir alle mit Verstappen gegangen sind. Das war ja relativ klar. Er hat Leclerc auf 2, Hamilton auf 3 richtig, Russell auch zu stark eingeschätzt, genauso wie Sainz, die nur auf 8 bzw. 7 gelandet sind. In der Konstrukteurs-WM liegt auch er komplett richtig. Red Bull vor Mercedes, vor Ferrari, also 3 Punkte hier. Überraschung der Saison, Alonso. Genauso wie bei Henry, auch hier ein Punkt. Flop der Saison, McLaren sah wie bei mir auch gut aus, hat sich dann aber nicht über die ganze Saison gestreckt, deswegen kein Punkt. Meister DNS mit Tsunoda war auch falsch. Tsunoda war relativ ruhig die Saison, hatte am Ende 3 DNS. Koch hatte Hoffnung für die Saison, hat auf 7 verschiedene Rennsieger getippt. Das war es nicht ganz. Und 8 verschiedene Fahrer auf dem Podium. Auch das ist dann in die andere Richtung weit daneben. Dementsprechend hat er Punkt für Verstappen 1, Hamilton 2, alle drei Konstrukteure 5, Alonso 6. 6 Punkte für Alex Koch. Ja, und damit ist er aktuell der Beste von den drei, die wir bis jetzt gesehen haben. Und dann kommen wir zu Nico, der auch Verstappen als Weltmeister hat, also dafür auch ein Punkt.
Hamilton und Russell auf 2 und 3 ist falsch, genauso wie Perez und aber Leclerc ist richtig auf der 5, dementsprechend auch bei den Fahrern 2 Punkte für Nico. Genauso wie Henry hat Nico Mercedes auf der 1 gesehen und Red Bull auf der 2. Das ist in dem Fall dann eben auch falsch. Aber Ferrari auf der 3 ist wieder richtig. Entsprechend da auch ein Punkt. So, Überraschung Tsunoda. Schwierig. Im Großen und Ganzen kann man da schon mitgehen. Die Frage ist nur, ob er so gut bzw. so überrascht hat, dass man dafür einen Punkt geben kann. Also er ist gut gefahren in der Saison. Er hat jeden von seinen drei Teammates, die er in der Saison hatte, geschlagen. Von dem her, ja, kann man ihm auf jeden Fall geben. Würde ich den Punkt geben. Flop der Saison Gasly ist auf jeden Fall falsch. Er hat im ersten Jahr direkt Ocon geschlagen. Dementsprechend auf jeden Fall kein Flop. Also er ist relativ gut reingekommen, ist sogar auch aufs Podium gefahren in Sandford. Also starke Saison eigentlich von Gasly. Meiste DNFs, Albon ist falsch. Albon hatte nur 4 DNFs. Nico hat auf 6 Rennsieger getippt. Das waren, wie gesagt, nur 3 und 10 verschiedene auf dem Podium. Es waren 11, also auch hier falsch. Dementsprechend gibt es hier Nico einen Punkt für Verstappen, einen Punkt für Leclerc, für Ferrari und für Tsunoda. Also 4 Punkte für Nico. Und zu guter Letzt haben wir noch Matze. Auch er hat Verstappen als Weltmeister. Also wie ihr seht, alle wussten es vor der Saison schon, dass Verstappen das Ding holt. Und er hat es auch sehr deutlich geholt. Matze hat an Ferrari geglaubt, Leclerc und Sainz auf 2 und 3. Es war falsch. Genauso wie Russell auf der 4 und Perez auf der 5. Und auch in der Konstrukteurs-WM ganz starker Ferrari-Belieferer. Nicht mal Nico und Stefan, die beiden Ferrari-Fans, haben dran geglaubt. Matze hat dran geglaubt, war aber leider falsch. Dementsprechend gab es bei den Konstrukteuren auch keinen Punkt für Matze. Als Überraschung der Saison hat Matze Aston Martin als Team auf jeden Fall einen Punkt wert. Und als Fahrer hat er Gasly genommen. Gasly würde ich auch sagen, als Überraschungsfahrer, durch das, dass er Ocon punktetechnisch auf jeden Fall geschlagen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es Rennen- und Qualifying-bilanzmäßig aussah. Da waren sie aber, glaube ich, relativ nah zusammen. Trotzdem war das, glaube ich, ein bisschen überraschend, dass er direkt im ersten Jahr Ocon schlagen kann. Dementsprechend ist das auch richtig. Also für Überraschung kriegt Matze auf jeden Fall einen Punkt. Flop der Saison Hamilton. Das auf jeden Fall nicht. Hamilton war der beste Fahrer, der beste Nicht-Red Bull-Fahrer, zumindest punktetechnisch. Also kein Flop. Meiste DNFs hat er Sargent. Da war er sehr nah dran. Es war am Ende aber Ocon. Leider kein Punkt für Matze, auch wenn es wirklich ein guter Guess war. 6 verschiedene Rennsieger war falsch und 8 verschiedene auf dem Podium war leider auch falsch. Dementsprechend hat Matze einen Punkt für Verstappen, einen Punkt für die Überraschung. Genau, also 2 Punkte für Matze. Ja, wenn man großzügig ist, kriegt er für beide Überraschungspicks einen Punkt, dann sind wir aber auch nur bei 3. Dementsprechend von meiner Community hat am meisten richtig oder am meisten Punkte Alex Koch, der Mann, der sich auch am meisten mit Formel 1 beschäftigt, hat sich da durchgesetzt. Ich schaue kurz, wie viele Punkte ich geholt habe. Ja, ich hatte am Ende nur 4 Punkte, also ich hatte Verstappen als ich hatte Verstappen als Weltmeister richtig und die drei Konstrukteure in der richtigen Reihenfolge. Alles andere war leider auch bei mir falsch. Dementsprechend reihe ich mich da ein mit auf einer Stufe ein mit Nico auf dem letzten Platz des Podiums auf Platz 3, gemeinsamer dritter Platz. Koch ist der Stärkste vor Henry und Nico und mir. Und dann kommen Stefan und Matze.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Noch wieder ein kleiner Recap zur letzten Saison, damit auch jeder wieder weiß, was passiert ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es dann um die neue Saison geht, wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert, was ihr zu den Predictions sagt, was man vielleicht auch bei den neuen Predictions noch einbauen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.